JJ Johansson, der ist schon eine ganze Weile dabei, aber es gibt Leute, die fangen gerade erst an und dafür sind wir auch da. Nämlich immer am Montag, wenn es Sound Scout heißt. Also das ist die Rubrik, in der junge Musikerinnen und Musiker ihre Chance bekommen. Und heute ist das Broken Bone Ballad. Das sind Zwillingsbrüder aus Braunschweig, die tatsächlich im Kinderzimmer angefangen haben, Musik zu machen. Und so klang das. Beziehungsweise so klingt es heute. Wer weiß, wie es damals klang. Der Bandname kommt von einer Kurzgeschichte von Charles Bukowski, Broken Bone Palace. Und daraus haben wir Broken Bone Ballad gemacht. Und witzigerweise haben wir uns den Bandnamen jetzt auch irgendwie so ein bisschen verdient, weil Gordon bei einer Show mal in die Lichtanlage geklettert ist von der Bühne und dann da runtergefallen ist und sich dann während dem Gig den Fuß gebrochen hat. Und wir haben den Gig dann aber noch zu Ende gespielt. Release a dramatic bottle and on ice, pretend it's hard, she cries. Wir sind die Band Broken Bone Ballad aus Hildesheim und Braunschweig. Wir sind Zwillingsbrüder und machen Musik zusammen, seit wir 12 sind etwa. Und unsere Musik ist eine Mischung aus Garage Rock und Grunge. Wir haben angefangen in dem Schlafzimmer von Connor und haben da ganz viel Schaumstoff an die Wand geklebt und haben erstmal da geprobt, im ganz kleinen Rahmen zu zweit. Wir haben auch in einer Jazzband gespielt und wir hatten auch mehrere Sänger, wir hatten Bassisten, wir haben auch ein zweites Bandprojekt gehabt mit 4 Leuten. Aber im Endeffekt ist es dann immer auf das zu zweit rausgelaufen. My girl came home from work tonight, River Bay. Surprise, she smiled and the teeth were shining really bright. Es ist uns auch wichtig, dass wir die Songs immer zusammen entwickeln und dass es halt im Austausch passiert und nicht einer alles schreibt oder so, weil ja, das merken wir auch selber live, wenn da beide dran gearbeitet haben, dass es dann sich einfach ganz anders spielt. Der außergewöhnlichste Ort, an dem wir gespielt haben, war wahrscheinlich das Pippi Royal in Berlin, was so eine Mischung aus Club, Klamottenladen, Lifestyle-Laden ist. Was sie uns aber nicht gesagt haben, ist, dass sie Fetischklamotten vor allem verkaufen. Und die hat dann auch die ganze Zeit die Besitzerin während dem Konzert gesagt, so, ich habe da auch noch so Lederhosen für euch, falls ihr die anziehen wollt. Und wir haben das erst im Nachhinein gecheckt, dass es ein Fetischladen war. By the band we saw in the video that looked like the one that we heard of. Am besten kann man unsere Musik live anhören, würde ich sagen, weil man dann halt auch diese Interaktion mit dem Publikum mitbekommen kann und ja, das ist einfach Musik, die für die Bühnen gemacht ist, würde ich sagen, also abends und live.